Herzlich willkommen zurück auf Bomum TV. Die Pistel ist live. Wir sind DE Tuscan. Alternate startet als CT. Dislikes bauen komplett über die Baustelle auf. Da ist Trouble, der Mann. Trubel und Capio, also am großen Spot zuständig. So, wurde jetzt gespottet. Herr E sitzt gar nicht. Midgar geht's hoch. Da gab's ne Flash. Roman R beim Super Headshot. Trouble auch direkt hinterher. Schöner Boost. Ah, Trouble. Nice. Macht seinen zweiten. HE kommt auch. Nice. Sehr schöne Runde von Trouble. Gut verteidigt. Wichtiger Headshot auch von Roman R. Und da geht der Zähler 1 hoch. So, Mitte wird direkt gepusht von Capio. Mit der MP5 macht da überhaupt gar keinen. Nur ein bisschen Schaden gemacht. Oh, sauber von Texo. Schöne Headshots mit der Famas ins Gesicht. Zweite Runde für Etex. Runde auch ein bisschen gerettet von Texo. Gesprochen. Aprox und Tixo, die beiden B-Spieler, entscheiden sich jetzt für einen Banane-Push. Capio pusht auch die Mitte runter. Hat er jetzt gleich in Kontakt, kriegt aber Gesicht von der Backkante. Sehr schön. Aprox und Tixo beide erfolgreich. Capio kann ansagen, dass es nicht die Bombe war. Ah, sehr schön. Etex behält weiterhin die Initiative. Roman, er macht den Frag. Row vor der Lobby auch angesagt. Tixo macht ihn. Der letzte ist Katze. Sehr schön. Dritte Runde für Etex. Eine Waffe nur verloren. Mal sehen, wenn Capio ja auch ins Spiel findet auf Tuscan. Ich hoffe, ihr habt euch in der Pause auch irgendwas zu essen oder zu trinken gemacht. Hab mir einen Tee gekocht noch, damit meine Stimme noch ein bisschen länger durchhält. Gibt ja noch ein paar Maps zu casten heute. Unter anderem auch die. Oh, schöner Spray. Unter anderem auch die ersten Partien der Playoffs. Round of 16 wird heute Abend noch gespielt. Da trifft Etex auf einen Team, was Gruppenzweiter geworden ist. Also werden wird, so rum. Und das wird übrigens ausgelost. Also man kann jetzt nicht sagen, A spielt gegen B oder so. Nein, das wird, wenn die Gruppenphase vorbei ist, ausgelost. Dislikes mit einem sehr schnellen Katzenpush. Ich glaube, ich vielleicht auf dem Mate mit, kommt aber nichts. So, Tixo First Track in der Lobby, sehr schön gepusht. Auf den Katze Push reagiert. Aber er darf da halt auch niemals so einen leichten Track bekommen. Zumal er auch mit 100 HP weggekommen ist. Also schlecht gespielt von dem Terror in der Lobby. Katze wird auch gut gehalten. Mitte runter gepusht. Nice. Sehr schönes offensives Spiel, was hier Attacks liefert. Pushen immer wieder verzögert die Mitte runter. Und Dislikes müssen einfach. Lol. Oh, da wird gerade mal rumgeroffelt. Dislikes muss die Lobby einfach mal halten. Dann wird schon zwei Runden die Frags kassiert von Aprox und Tixo. Das darf einfach nicht passieren. Sollten vielleicht auch ein bisschen Gas in der Katze rausnehmen.
Pax hört ihn. Mates schieben. Oh, Minya macht ihn, kann sogar legen. 30 HP, hat noch eine HE. Ah, Trouble spielt's gut. Kommt da nicht über den Highway. So, wartet jetzt für den Mate. Ah, Trouble, jetzt hat ihn gesehen, macht ihn auch. Nice, fünfte Runde in Folge für Attex. Waffen sind auf jeden Fall. Geld ist auf jeden Fall da. Selbst wenn man hier drei Waffen verloren hat. Fünf Runden in Folge verloren für die Dislikes. Bombe wurde gelegt. Somit auf jeden Fall einigermaßen viel Geld auf der hohen Kante. Oh Mann, wo waren jetzt die First Track? Aprox. Oh, krass. Aprox war da anscheinend blind. Wichtige First Tracks. Capio noch Mitte oben. Mitte unten. Sorry, kann einen Track machen. Trouble stirbt im Dings. Total verwirrend gerade die Runde, weil überall irgendwas passiert. Ganz schwer hier irgendwie was einzufangen. Bombe ist aber down anscheinend. So, Roman erhält da Capios Arsch frei. Och, verschießt er leider. Roman R1. So, wird er gleich von hinten zu tun bekommen. Oh, den könnte er, glaube ich, gehört haben. Nee. Dreh dich um, dreh dich um. Der traut sich aber auch nichts, der Terror. Jetzt kommt er vor. Jetzt hat er. Oh Gott. Oh, schade. Nein, da hat er ihn gehittet. Schade. Erste Runde für die Ideen. Komische Runde. Dreier B-Push. Ah ne, man steht da vorne. Fox steht da Schlitz. So, jetzt entscheidet man sich verzögert runter zu gehen. Die Sache ist, wenn der... Schön, Mensch in Trouble, ey. Links ist er. Sehr schön. Wenn der Percy einfach mal hochgeschlichen wäre, Banane... Wäre der nämlich auf den B raufgekommen. Spot war die ganze Zeit frei. Keiner hatte irgendwie Banane im Blickfeld. Ein bisschen riskant, meiner Meinung nach. Terror ist jetzt aber komplett wieder eingeschlossen. Aprox kommt schon von hinten. Macht auch einen Frag zusammen mit Tixo. Letzte Katze auch angesagt. Roman, er macht direkt die Folgerunde geholt. Terror müsste eine Full Eco einlegen. Wir sind auf jeden Fall broke. Zeit für ein Schlückchen Tee. Siebte Runde. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr souverän aus. Viel souveräner als auf Inferno. Wo es ja doch ziemlich spannend wurde. Celtix macht weiter Druck. Gab hier Mitte unten, aber Z-Gang ist schon drin. Boah, schöner Frag von Capio, wollte ich sagen, aber da hilft der das Mate ihm. Oh man, er Mitte wieder ein Frag. Zusammen 1 und 2 mit Tixo. Schade.
Roman R103. Zwei sind low. Kann er sogar machen, hat sogar ein Kit. Schade. Zweite Runde für die Dänen. Verschießt da ein bisschen. Warum er direkt geschoben als Support? Tixo stirbt jetzt auch. Katze reagiert dafür jetzt. Gut, auf jeden Fall drauf reagiert. Machen leider nur einen Frag. Der stirbt auch. Mitte kann jetzt hoch. Roman, er macht den am B. Oh, oh Gott, mit einem B, wie lucky. Hey, wenn Capio den macht, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance, die Runde zu gewinnen. Boah, da ist schon links einer durch. Roman R. Ja, geht safe. Kann der Terror auch ansagen. Ja, vielleicht sollte Etix jetzt ein bisschen Gas rausnehmen, beziehungsweise am kleinen Spot vielleicht mal wieder zusammen pushen. Entweder aber Standard spielen oder den Z-Gang pushen. Aber die Deutschen legen eine Eco ein. Tixo hat ja die Waffe bekommen, Z-Gang. Sehr schön, macht sogar einen First Strike. Wird da auch allein gelassen. Ist zwar an sich jetzt nicht vielleicht so gut, aber hält vielleicht die Terrors davon ab. Nice, ja, hält die Terrors davon ab, auf den Kleinen zu gehen. Da gab es die Fläche in Z. Aber der Banane-Katze-Spieler steht gerade noch schlecht. Jetzt steht er ganz gut. Ja, jetzt schleichen sie doch klein rauf. Bombe ist am Mann, trotzdem Überzahl für Attex. Z-Gang wird gespottet. Capio hat sogar die Waffe. Wird gesehen, kriegt Support von oben. Nice, sehr, sehr schön, Attex. Gut gespielt, die Runde. Nice. Hat dafür jeder gerade seinen Beitrag geleistet. Gute Ansage auch, wie sie da stehen. Tixo hat auch den wichtigen First Track gemacht. Capio probiert sie jetzt wieder mit Mitte Push. Headshot von Percy. Kommt halt die Banane viel zu spät, meiner Meinung nach. Weiß jetzt natürlich mit Timing, ja. Easy Frags Mitte pusht auch, aber allerdings kommt der Döner Boost. Tixo nochmal im Z-Gang. So, Bisuk macht ein. Boah! Sehr schön direkt drauf gewesen. Schönes Aiming von Bisuk. Beide auf jetzt groß drauf. Tixo ist auch schon low. Hat aber noch eine Flash. Was kann Tixo jetzt noch machen? Nichts kann er. Headshot fangen kann er. Ja, vierte Runde.
Verstehe nicht, warum Capio da weiterhin dran festhält, die Mitte da so allein zu pushen. Endlich pushen wir mal zu dritten Zelt. Wichtige First weg, aber auch ein bisschen. Boah. Schöner Headshot von Tixo. War auch ein bisschen reingedaddelt. Scheint der auch okay. Ein bisschen reingedaddelt von dem Terror, der einfach so. Stand da einfach drin, kassiert halt den Frag. Nicht wirklich gut gespielt. Statt einfach hinten abzuwarten und. Ist mehr zu hören, ob die da jetzt pushen oder nicht. Und dann mit einer Flash den Z-Gang wieder einnehmen. Wir sind jetzt aber Katze drauf. Aber Mitte unten jetzt ein wichtiges Duell. Er muss sterben. Oh, tut er aber nicht. Jetzt erst. Oh, tun, tun. Die Runde wird wieder super eng. Ah, sehr schön von Aprox. So, kommen jetzt beide über Mitte. Wieder am Neo. Hat 100 HP. Nein! Oh Gott, da wird halt nichts umgeschossen. Ach oh Gott. Fünfte Runde. Ich meine, die Halbzeit ist schon gewonnen, aber jetzt noch eine Eco, dann sechste. Also neun Runden sollten das schon werden. Ich finde die Terrors jetzt nicht so gut. Sehr schön geholfen für sein Bait. Fünfte Runde. Nee, sechste Runde, sorry. So, jetzt die letzte Runde. 9-6 ist Pflicht. Den für ein Gas geben, die Katze. Flash für Trouble, ey, aber der fährt einfach mal so rein. Ach scheiße, einer weiter wäre gewesen. Gab jemand den vierten und Roman, er den letzten in der Mitte. Also wie man sowas spielen kann, ganz ernsthaft. Aber naja, wenn sie meinen, dass sie da mit einem schnellen Katze-Push irgendwas reißen können. So eine Runde holst halt nur, wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie weißt, dass sie da nicht blocken oder so. Aber Altex hat bisher immer die Katze geblockt. Immer auch gut. Also verstehe ich diese Ansage nicht von dem Dänen, der da die Calls bringt. So, einmal drehen oben. Ja, habe ich schon. Text mit einer anderen Pistole. Mitte gespottet. Ah, da gibt es einen Backturm zur Katze. Ah, doch nicht. Oder aufgelöst. So, man schiebt jetzt rüber. Ich kann Minia aber ansagen. Percy schippt jetzt auch. Jetzt kommt es auf die Nasen an. Wie viel kann er machen? Eins. Schön hoch. Nice. Z ist auch hochgekommen. Ja, Percy macht aber leider ein. Boah, wichtig von Tixo, das Duell im Fenster zu gewinnen. Nice. Im Zusammenspiel mit Trouble. Nein, Trouble One-on-One. Weiß, wo der Spieler ist? Kommt er ins Eck? Ne?
Schön. Sauber. Zweite Pistol für Attacks. Mitte runter lenkt einer ab. Der Rest Lobby gepusht. Oh, mein erster auch schon weg. Bin auf Nummer sicher. Hab hier schon wieder mit der MP5. Macht diesmal allerdings ein. Schöner Lockburst. Tixo und Trumbly direkt hinterher. Nur eine Waffe und das war die MP5 verloren. Das geht in Ordnung. Sehr schöne HE von Tixo vorher. Alle Spieler getroffen. Schön durchgehoppelt von Aprox. Kommt dann die AK? Ja, kommt er. Dritte Runde. Bisuk mit keinem Frag. Haben aber einen super Spawn. Könnten jetzt einen Push spielen. So bangt, leider keine Hits. So, Kapio macht den First Track. 19 AP. Ah, Tick so rechts. Oh Gott, ich glaube, er hat sogar Headshot gegeben dem MZ. Jetzt schieben sie rüber, sehr schön. Jetzt einfach kleinen Kontakt. Wäre perfekt eigentlich. Troubley könnte da Mitte noch ein bisschen hochflashen, ein bisschen was binden. Jetzt stehen sie da zu dritt. Troubley sucht sich jetzt einen Frag zusammen mit Capio. So. Standard-Posi da im Holz. Schön geschossen. Troubley da allerdings auch Headshot bekommen. So, Roman Air ist durch. Weiß nicht. Glaube nicht, dass es angesagt. Na doch. Die Nesen macht den Frag, können jetzt aber trotzdem auf klein gehen. Spot ist frei. Capio spielt's gut mit seinen Low HP. Nein, muss es halber aufpassen. Nein, stirbt. Oh, Bombe ist auch down und Trouble nur noch 16 HP. Ja, jetzt weiß er nicht, wohin mit der E. Alle Spieler weit weg. Boah. 15 Sekunden auch nur noch. Muss jetzt langsam mal Gas geben. Noch nicht die Bombe. Wird auch nicht abgehängt. 5 Sekunden, 6 Sekunden. Ich glaube, der Spieler, der die Bombe totgeschossen hat, wusste nicht mal, dass es die Bombe ist. Natürlich schlecht, weil sonst wäre Percy da niemals weggeschoben. Trouble 1. Oh, schade, ein bisschen. Oh, bisschen spekuliert. Muss er machen. Ah, 17 AP. Auf geht's, Attacks. Bitte einstellig diesmal. Oh, Pox. Bedankt sich da. So, Tixo muss jetzt wieder aufpassen, rechts.
Macht er auch. Ah, dass er ganz rechts ist. Oh, die Nesen hat ihn gesehen. Jetzt hervorgeht. Dumm gespielt. Weiß, dass er die bessere, die schlechtere Kante hat. Tickst mit seinem zweiten Gesicht. Man ist einfach Katze hoch. Gesagt. Tixo mit seinem dritten, Tixo mit seinem vierten. Nice Runde von ihm. Welcome to the Tixo Show. Auch sehr schön direkt die nächste Runde geholt. CT ist broke. Kein Geld. Schöne Idee. Gute Ansage. Hey, ist Katze. 14. Runde. Und Dislikes spielt auf Sieg. Haben aber nur ganz wenig Geld. Zwei Farmers habe ich schon gesehen. Auch eine Flash. Gibt es einen B-Push? Oh, schade. Capio hittet gar nichts. Roman R, der noch mit dem Refrag. Oh, Trouble ist durch, Katze. Türrahmen kann er auch machen. Neo-Spieler ist auch angesagt. Ist blind. Oh, macht ihn aber. Puh, macht sogar einen zweiten. Roman eher ein Tixo. Tixo ist aber hinten durch. Das wissen sie nicht. Ah, das Blöde ist, dass links jetzt einer ist. Er flecht ihn sogar. Da wurde er gesehen. Da ist die Flecht saß. Ah, schade. Aber Roman eher macht ihn somit Draw Safe. Für Team Alternates 15 zu 7. Und Dislikes dürften nicht allzu viel Geld haben. Kaufen ja auch nicht direkt. Diegel, Diegel, Diegel. Mehr als Diegel oder Minimum Farmers, Maximum Farmers wird da nicht drin sein. B gab es die Flächen. Z, sehr schön gespielt. So nimmt man den Z ein. So nimmt man den Z ein und nicht einfach nur reinlaufen. Und auf Glück spielen. GG, 16 zu 7. Gratulation an Attex, sind somit, ich glaube, sicher Truppenerster. Das war auf jeden Fall das erklärte Ziel und Pflicht. Ich schaue mal, was jetzt noch live ist. Bleibt bitte dran. Vielleicht gibt es jetzt hier noch ein bisschen Action aus den Spielen der zweiten Runde. Also, bis gleich eventuell.